Hi, hier ist der Frank vom Foodblog Hamburg.de. Ich stehe hier gerade in meiner unaufgeräumten Küche und muss mir erstmal jetzt einen Kaffee machen, bevor ich anfangen kann, hier mein nächstes Video zu produzieren. Habt ihr das auch zwischendurch schon mal gehabt, dass ihr gar nicht wusstet, welche Kaffeesorte ihr wirklich als nächstes benutzen wollt? Ich habe neulich, als ich mir diese Maschine gekauft habe, hatte ich mir hier in Hamburg bei einer Rösterei einen Kaffee geholt und hatte echt Probleme, den Mahlgrad bei meiner Mühle zu finden, um mit meiner Maschine einen anständigen Kaffee zu machen. Das war echt schwierig und dann war Ostern und ich habe von einer sehr guten Freundin einen wunderbaren, tollen Kaffee geschenkt bekommen zu Ostern und Grüße gehen raus. Da war das ganz einfach und ganz anders. Und diesen Kaffee, den möchte ich euch jetzt zeigen. Jetzt wird es einmal laut, währenddessen mache ich eben schnell meinen Jingle und dann geht es gleich weiter. Das ist eine Kaffeerösterei hier aus Hamburg. Die haben zwei Cafés und die machen hervorragenden Kaffee. Ich lasse mir jetzt mal eben hier meinen Kaffee einlaufen und dann werde ich euch einfach mal die beiden Packungen zeigen und werde meinen Kaffee genießen und werde euch mein Brieferverhältnis auch eben schnell erklären. Das ist die indonesische Variante, die ich von denen habe. Hier unten kann man den Namen lesen und die haben halt am Borgweg auch eine wunderschöne wunderschönes kleines Café, wo man auch einen sehr guten Kaffee bekommt. Und die neue Variante, das ist die Bali-Version. Mach mal ein bisschen scharf hier, Kamera. Dankeschön. Auch von denen. Ihr findet die auch, wenn ihr nicht aus Hamburg seid, im Netz. Ich mache das jetzt hier einfach nur, weil ich den Kaffee von denen ultra gut finde und weil ich den super gerne trinke. Ich habe noch ein bisschen Milch aufgeschäumt. Die tue ich mir jetzt schön in meinen doppelten Espresso. Also ich kriege von Kult natürlich gar nichts. Das mache ich einfach nur, weil ich den Kaffee so ultra gut finde. Boah, ist das geil. Oh, mein erster Kaffee heute. Ich werde gerade zum Mensch. Wahnsinn. Also, ich benutze momentan den indonesischen noch. Ich werde jetzt aber umstellen in den nächsten Tagen auf den Ost-Bali. Ich habe momentan tue ich 18 Gramm Kaffee in meinen Siebträger. Ich benutze momentan so ein Bookscreen, habe ich zwei Stück von. Mache ich demnächst auch nochmal ein Video zu dem Thema. Ich habe die Temperatur meiner Maschine auf 93 Grad stehen und ich mache momentan auf 25 Sekunden 40 Gramm Kaffee-Extraktion. Und ich finde, dann schmeckt der super. Ich werde das jetzt demnächst nochmal umbauen, dann auf den Bali-Kaffee. Das werde ich euch auch nochmal zeigen und dann sage ich euch das da auch, wie ich den mit meiner Maschine mache. Ich habe eine Sage Duo Boiler-Maschine. Ja, ich werde jetzt meinen Kaffee genießen. Ich hoffe, mein kleines Lava-Video hat euch gefallen. Solltet ihr noch irgendwelche Anregungen haben, irgendwelche Fragen, irgendetwas, schreibt es unten in die Kommentare rein. Solltet ihr meinen Channel gefallen, da sind ja noch über 200 andere Videos hier hinter. Schau sie dir an. Wenn du auch da irgendwelche Fragen hast, einfach in die Kommentare schreiben. Gib mir ein Abo, wenn dir mein Channel gefällt. Gib mir einen Daumen, wenn dir das Video gefällt. Wenn es dir nicht gefällt, mach einen Daumen nach unten, ist auch okay. Und ich mache jetzt das nächste Video. Da mache ich einen armen Ritter mit Mozzarella und Kirschen. Auch richtig interessant. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Frank und der Foodblog Hamburg.de. Bis dann. Ciao, ciao.